Das Thema Leadership ist gefordert, weil es uns allen klar ist, dass besonders in der Gesundheitsbranche die Rahmenbedingungen sich dermaßen dramatisch verändern, schnell verändern, dass wenn nicht jetzt sich Führungskräfte mit dem Thema Leadership auseinandersetzen, das Schiff nicht mehr gesteuert werden kann. Das heißt, es ist für mich 5 vor 12 und es wird höchste Zeit, dass die Rahmenbedingungen sich ändern und damit meine ich auch politische Vorgaben, inklusive der Kultur des Miteinandersprechens und den Patienten im Fokus haben, genauso wie die Qualität und nicht die Ökonomie. Wie ich hoffentlich in meinem Vortrag zeigen konnte, ist das AKH nicht nur ein großes Haus, sondern ein komplexes System mit 2 völlig unterschiedlichen Dienstgebern. Eine gemeinsame Erarbeitung der Strategie und Ziele und eine sehr gute Kommunikation an alle beteiligten Mitarbeiter ist hier essentiell erforderlich. Leadership ist auch in der ISO 9001:2015, also in der frisch herausgekommenen neuen Norm, auch ein ganz großes Thema. In der Vergangenheit waren dort die Themen sehr viel auf die organisatorischen, also auf das Managen fokussiert. Jetzt kommt viel mehr noch in den Fokus, wie lebt eine Führungskraft diese Führungsrolle? Wie gelingt es ihr, Werte und Kultur zu erzeugen? Oder es wird davon auch gesprochen, andere Führungskräfte mit hier ins Boot zu holen, um zu einem Qualitätsmanagement hier beizutragen. Ja, wie in jedem Bereich gibt es auch im Gesundheitsbereich eine Flut von Rechtsvorschriften, von Gesetzen, von Verordnungen, von diversen Normen. Bekanntlich gilt ja der alte Grundsatz, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich traue mich dem sogar noch eins draufzusetzen. Ich muss erst wissen, welche Rechtsvorschriften mich betreffen, damit ich überhaupt eine Gestaltungsmöglichkeit zusammenbringe, damit ich mir erst überlegen kann, wofür hafte ich überhaupt, wofür muss ich gerade stehen, wofür muss ich meinen Kopf hinhalten. Dafür, und um das beurteilen zu können, muss man aber erst wissen, welche Vorschriften gelten für mich überhaupt.